Die bundesdeutschen Lügenmedien schießen sich auf Herrn Gauland ein. Als neuesten Ansatzpunkt gegen den politischen Gegner der Systemparteien prügeln die Gossenmedien nun auf Herrn Gauland von der AfD ein. Dabei fällt auf, wie kopflos und wirr da wild um sich geschlagen wird. Ein angebliches Zitat von Gauland gegen den Fußballer Boateng sorgt für den ganzen Aufriss. Wie wir alle seit der Schießbefehl-Lüge wissen, muss man die angeblichen Tatsachen der Systempresse schon ganz genau unter die Lupe nehmen, bevor man sich sein Urteil bildet. Schon damals, bei Frauke Petri, wurde seitens der Medien verdreht, in den Mund gelegt und gelogen, dass sich zwar die Zeitungsauflagen, aber auch die Balken bogen. Die Lückenpresse stürzt sich mittlerweile wie ein tollwütiger Hund auf alles und jeden von der AfD. Und weshalb, dürfte mittlerweile auch jedem klar sein. Weil die AfD als einzige Partei die Propagandasteuer-Rundfunkabgabe abschaffen will. Das ist der wahre Grund für diese Hasstiraden gegen die einzig wahre und wählbare Bürgerpartei. Und noch ein kleiner Randvermerk von mir. Boateng wurde beschuldigt, in den frühen Morgenstunden des 18. März 2009 gemeinsam mit einem gewissen Herrn Patrick Ebert insgesamt 13 Fahrzeuge im Berliner Stadtteil Wilmersdorf beschädigt zu haben. Einen Tag vor dem Prozess zog Boateng seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück und zahlte eine Geldstrafe von 56.000 Euro. Er entging somit einer öffentlichen Gerichtsverhandlung. Möchten Sie so jemanden neben sich wohnen haben? Auch wenn diese Person ganz passabel gegen einen Ball treten kann?